Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer klitzekleinen Ankündigung. Ich bin hier zusammen mit dem André. Hallo. Auch vielleicht schon bekannt aus ein paar vorherigen Videos, du hast in irgendwas, glaube ich, mal mitgemacht. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das kommt aber noch. Genau, und wir sind jetzt hier, unschwer zu erkennen, in StarCraft 2. Dieses Replay dient eigentlich nur so ein bisschen als Hintergrund. Und zwar möchten wir ein klitzekleines Turnier ankündigen. Das Ganze ist aus einer wahnsinnigen Idee von mir wieder entstanden. Ja, was gibt's denn darüber so großartig zu sagen? Das Ganze wird so ein Turnier von Let's Play It Now mehr oder weniger ausgetragen. Und ja, wer kann mitmachen? Mitmachen kann jeder, der will, also wenn ihr Voraussetzung ist halt, dass ihr StarCraft 2 habt. Ich weiß nicht, Starter-Edition geht nicht, oder? Bin ich mir jetzt nicht Also sicher, ehrlich Wings of gesagt. Liberty Vollversion. Wings of Liberty Vollversion, gut. Ja, weil Starter-Edition ist vielleicht ein bisschen schlecht. Und ja, was wir machen werden, ist eben ein kleines Turnier. Wie groß das wird, Schrägstrich, wie lange es dauert, hängt natürlich ganz davon ab, wie viele Leute denn mitmachen. Also, was weiß ich, wenn wir 10 Leute zusammenkriegen, dann dürften wir auf wie viele Wochen enden? 3 oder 4? Ja, Irgendwie sowas in der Art viele gekommen. Auf Spiele, jeden die Fall, halt kriegen. es wird halt im Prinzip einfach so ein, ja, immer 1 gegen 1 System sein und der Gewinner kommt halt weiter. Es werden jeweils bei diesem 1 vs 1 Beste aus 3 gespielt. Das heißt, wer 2 von 3 Spielen gewinnt, hat gewonnen. Das gesamte Spiel und kommt dann eine Runde weiter. Mitspielen werde ich zum Beispiel auch. André wird auch mitspielen. Und Shark zum Beispiel auch. Und ja, was möchtest du noch irgendwas zum Turnier sagen? Bevor ich dich jetzt einfach so zulabere Nee, und du gar nichts keine sagst. Ahnung. Ja gut, Mehr hätte ich noch zu sagen. ja genau, zu gewinnen gibt es natürlich auch was, weil einen kleinen Anreiz und so. Zu gewinnen wird es auf jeden Fall geben, einen Gutschein für StarCraft 2 Heart of the Swarm, wenn es denn dann mal rauskommt. Und ja genau, es ist, wir werden auch schauen, dass wenn wir dieses Turnier eben machen, dass wir möglichst fair die gegenüber zusammenstellen. Das heißt, wir werden in der ersten Runde zumindest anfangen mit eben den, was weiß ich, dass die noch in der Übungsliga sind, gegeneinander spielen und die noch in der Bronzeliga sind und so weiter. Also halt so zusammengesetzt, dass es möglichst vom Skill-Level passt. Ja, im Endeffekt werden die Besten im Finale auftreten, aber ja. Aber hey. Die ersten Spiele kann man wenigstens noch ein bisschen fairer machen. Eben, aber hey, ich meine, es kommt ja nur drauf an, dabei zu sein. Ja, und ja. Genau, das Ganze wird stattfinden jeweils am Samstag und am Sonntag. Von den Wochenenden los geht's am 19. Ne? Wir werden dann Samstag und Sonntag einen Livestream machen. Den werden zum einen eben André und ich kommentieren. Und dann wird es noch einen zweiten Livestream geben für den Fall, dass wir dass halt eben mehr Leute beziehungsweise das parallele Spiele zustande kommen. Der wird dann kommentiert werden von Shark und Serbi. Shark spielt hier in dem Replay übrigens auch mit. Und ja, genau. Das Ganze wird halt eben dann als Livestream an dem Tag stattfinden und am Dienstag wird es dann noch jeweils eine Zusammenfassung geben. Sprich, wer halt den Livestream verpasst, kann dann Dienstag einfach noch schnell den Best-of. Ja, Best-of sehen. Oder die wichtigsten Momente werde ich dann nochmal zusammenfassen. Und ansonsten, irgendwas wollte ich gerne noch sagen. Genau, die Termine zu den Spielen, die sind relativ frei. Ich denke, wir werden irgendwas machen, dass frühester Termin 3 oder so und spätester Termin, was weiß ich, 9. Aber ansonsten müsst ihr euch dann halt immer mit eurem Gegenspieler absprechen, wann ihr das dann genau macht.
Die Gegenspieler werden wir dann immer zwei Tage vorher bekannt geben, also Donnerstag oder Freitag. Und ja, Anmeldeschluss dafür ist dann der Mittwoch, der, lass mich kurz überlegen, 15. müsste das sein, oder? 15. Ja, fast. Ja, Mittwoch 15. müsste es sein. Was? Ja. 15. Ja, Mittwoch 15. ist dann der Anmeldeschluss. Bis dahin habt ihr Zeit, euch dann anzumelden. Melden tut ihr euch entweder bei mir per PN über YouTube oder per StarCraft 2. Mein Charaktercode weiß ich jetzt leider nicht auswendig, der kommt unten in die Infobox. Und André, also bei André könnt ihr euch natürlich auch melden, wenn ihr Fragen habt oder sonst was. Dein Charaktercode war? 362, der genau. Gen, also der General Route. 362. Ja. Genau, und ja, das war's eigentlich auch so großartig, was wir noch zu dem Turnier sozusagen hatten. Habe ich irgendwas vergessen? Nee, also vielleicht noch die Karten, die wir spielen. Achso, ja, Karten. Wir werden natürlich so einen kleinen Map-Pool haben. Ich denke, wir nehmen einfach den von der Schulliga her, oder? Ja, ja. Ja, den Map-Pool. Also das sind ESL-GSL-Karten, die wir spielen werden. Genau. Und ja, auch Google. Genau. Waren zum Beispiel ESL, Shakuras Plateau und sowas. Genau, die könnt ihr alle natürlich in StarCraft 2 vorher trainieren. Link dazu wird es natürlich auch geben. Stellen wir später in die Beschreibung. Genau, es wird, also in die Beschreibung kommt auf jeden Fall eine Liste von diesen Karten und dann könnt ihr die alle trainieren, so viel ihr wollt. Und ansonsten war's das. Wir hoffen, dass viele mitmachen werden. Genau, je mehr Leute mitmachen, desto spaßiger wird es auf jeden Fall werden. Wir hoffen, dass viele mitmachen und damit danke ich mich fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal oder bis zum Turnier. Ja. Tschüss. Willst du auch noch Tschüss sagen? Ja, habe ich doch Tschüss. Achso, habe ich nicht gehört. Tschüss.